Hallo und herzlich willkommen, ihr Landratten, im Lager von Pandoras Box, unserem kleinen Onlinehandel für gebrauchte Klemmbausteine. Ich habe euch heute was Gewaltiges mitgebracht. Mächtig gewaltig, Egon, mächtig gewaltig. Etwas wirklich Riesiges. Und zwar die Flying Dutchman von Moltking. Über 3600 Teile, solider Bauspaß in einem Ausmaß, der dafür gesorgt hat, dass ich gerade den Kamerawinkel ändern musste, damit das gute Stück hier überhaupt ins Bild passt. Die ist riesig. Die ist. Boah. Das Set wiegt hinterher über 3,5 Kilo. Das ist irre. Also, Maße habe ich euch ja wie immer eingeblendet, genau wie die Bauzeit und das Gewicht und das. Boah, ich glaube von den Ausmaßen her, nicht vom Gewicht und nicht von der Teileanzahl, aber von den Ausmaßen des fertigen Modells ist das hier, ich glaube, das Größte, was wir je auf dem Kanal hier hatten, bis jetzt. Sie sind ja noch gar nicht so wahnsinnig lange dabei, das heißt, mal gucken, wie lange sie es bleibt. Aber bevor ich anfange, über das Set mit euch zu sprechen, das ist übrigens ein manueller Drehteller, ne? Der geht nach einer Weile immer richtig ab, dann wird er langsam. Und dann fängt er an, sich automatisch in die andere Richtung zu drehen. Finde ich ja hervorragend und das ganz ohne Strom. Und das Schöne dabei ist ja, dass das dafür sorgt, dass ihr das Set einmal von allen Richtungen gut sehen könnt. Hat mich ja damals Paul draufgebracht in seinen Videos. So, aber zur Anleitung. Hier ist das Buch. Die Anleitung ist schwer und riesig und hat eine Menge Bauschritte. 376, um ganz genau zu sein. Die Anleitung ist Medium, würde ich sagen. Also die Anleitung macht das Bauen des Sets an einigen Stellen echt knifflig. Und zwar kniffliger, als es sein müsste. Das Problem bei der Anleitung ist nämlich, dass hier die Farben und insbesondere das Dark Brown und das normale Brown teilweise kaum zu unterscheiden sind. Und dann ist es mehr so ein heiter lustiges Raten, was an den jeweiligen Stellen irgendwie verbaut werden soll. Und das ist meine große Kritik an dieser Anleitung. Hier hätte ich mir entweder einen glatten Farbcode gewünscht oder in irgendeiner Form, dass eine von den Farben nochmal durch eine Straffur oder ähnliches hervorgehoben werden würde, damit man die besser erkennen kann. Denn so war das nicht so toll. Ansonsten ist es eine relativ typische Moltking-Anleitung. Wer schon mal ein bisschen was von Moltking gebaut hat, kennt das Spielchen. Es werden nicht mörderisch viele Teile auf einer Seite verbaut, sondern in der Regel zwischen 5 und 15, würde ich mal sagen. Es gibt ganz wenige Bauschritte, wo mehr verbaut wird. Das liegt dann aber daran, dass die Bauschritte in der Regel sehr repetitiv sind. Es wird immer mit Rot hervorgehoben, was neu dazugekommen ist. Das macht das Ganze natürlich sehr übersichtlich. Aber wie gesagt, bedingt durch die Farben ist das hier echt, also blöd. Aber ansonsten ist die Anleitung ganz gut. Sie ist eine sehr gute, die ist sehr, sehr gut geleimt. Also die ist echt stabil. Der Außeneinband ist auch ein sehr, sehr dickes Papier, so dass man hier wirklich etliche Male auch wirklich mitarbeiten kann, um das Set auf und wieder abzubauen. Kommen wir zum Set. Wir haben das gute Stück hier gebraucht gekauft. Wir haben das einem Zuschauer abgekauft, der uns angeschrieben hatte, ob wir es vielleicht haben wollen. Und da wir uns das Set noch nicht angesehen hatten, haben wir gesagt, jo. Und wir waren überrascht. Wir hatten uns erst die Bilder angeguckt im Internet auf den einschlägigen Plattformen. Und ich sag's mal so, es ist was anderes, wenn man Maße liest und sie dann tatsächlich in voller Größe vor sich hat. Also wir waren erschlagen davon, wie groß dieses Set ist, nachdem es dann aufgebaut war. Jetzt muss man dazu sagen, das eigentlich Spannende an dem Bau ist, dass das weder meine liebe Frau noch ich aufgebaut haben, sondern ein lieber Freund von uns war für einige Tage bei uns und hatte die Aussage auf der Zunge: Als Kind habe ich ganz viel Lego gebaut und davon habe ich mich immer unterfordert gefühlt und jetzt würde ich gerne mal ein anderes Set aufbauen. Und weil wir relativ viel zur Zeit hier hatten, haben wir ihm dann einfach gesagt, so das, das und das und das, haben wir ihm gleich so knappe 10 Sets zur Auswahl gegeben und er hat sich für die Flying Dutchman entschieden.
und hat dieses Set aufgebaut. Und er hat am Ende alles aufgeschrieben, was ihm dazu eingefallen ist. Und das waren, wie gesagt, zwei DIN A4 Seiten. Und davon erzähle ich euch auch einiges hier. Wie gesagt, ich habe selber nicht gebaut, aber habe mich nun mittlerweile durch das Beschäftigen mit diesem Set auch relativ viel damit befasst. Aber nichtsdestotrotz, durch diese wundervollen Notizen werdet ihr hier auch die Impressionen vom Bau erhalten. Und wir fangen erstmal damit an, was wurde uns denn hier an Steinequalität geliefert? Die Steine hier sind echt super. Das ist typisch Moldking. Die haben eine hohe Klemmkraft, die sind super verarbeitet. Wir haben keine fehlerhaften Teile hier gehabt. Dadurch, dass es ein Gebrauchtset war, fehlten hier einige Teile. Vermutlich beim Packen des Sets hinterher was abhanden gekommen. Und vor allen Dingen zu diesem Set gehören relativ viele Fäden, die nämlich zwischen den Segeln gespannt werden sollen. Diese waren bei uns nicht dabei. Vorab, wir werden dieses Set aufgrund seiner Ausmaße nicht behalten. Wir wissen einfach nicht, wohin damit. Und wir werden euch hier, da die originalen Seile nicht mit dabei sind, schlicht und ergreifend ein anständiges Garn dabei legen, sodass, wenn ihr die Seile spannen wollt, ihr das hinterher auch gerne tun könnt und ihr dann da auch genug Material habt. Ansonsten haben hier einige Teile gefehlt, die wir durch Original-Lego-Steine ersetzt haben. Schlicht und ergreifend, weil wir nicht genug Moldking-Steine haben, um das dann entsprechend zu setzen. Schon gar nicht in den Farben. Denn dieses Set ist extrem farbtreu verbaut. Wir haben hier viel Oliv, was sehr, sehr schön ist und großartig als Highlights eingesetzt wurde. Wir haben sehr, sehr viel Dark Brown, wir haben Reddish Brown, wir haben Dark Orange. Das ist hier diese Linien und hier die hervorgehobenen Teile, das ist alles Dark Orange. Das ist wunderschön gemacht. Hier schön grün leuchtenden Teile, das ist alles Oliv. Das ist eine wundervolle, durchgängige Farbkombination, die das ganze Set hier extrem glaubhaft machen. Wir haben auch so ein paar Applikationen am Ständer in Gold hier unten. Die sind super gemacht. Der Ständer ist im schlichten Schwarz gehalten, damit er nicht die Aufmerksamkeit vollständig auf sich zieht. Das ist ganz hervorragend. Also das Farbdesign dieses Sets ist echt klasse. Was mir ganz besonders gefällt, ist hier hinten der Kraken. Der Kraken hat es mir richtig angetan, weil er Oliv ist. Und das ist keine Standardfarbe für diese Kraken. Und deshalb finde ich den besonders toll. Die Feuerkörbe hier sind sehr, sehr gut gemacht. Die sind sehr feingliedrig. Und auch der generelle Aufbau hier vorne des Schlunds des fliegenden Holländers ist hervorragend gelöst. Also das sieht richtig, richtig toll aus. Jetzt muss man natürlich wissen zu dem Set ein bisschen, wo dieses Modell herkommt. Und zwar soll das hier der fliegende Holländer aus Fluch der Karibik sein. Ich sage mit Absicht, er soll es sein. Denn in der Form, so wie das Set hier steht, ist es nicht der fliegende Holländer aus Fluch der Karibik. Dieses Set gibt es seit mehreren Jahren in verschiedenen Mocs von verschiedenen Anbietern. Bei Lego Ideas wurde auch mal eins eingereicht, das war aber deutlich kleiner. Deshalb möchte ich hier an der Stelle nicht sagen, es wäre irgendwie irgendwo geklaut, weil es gibt so viele Punkte, wo es herkommt. Auf jeden Fall ist das hier aber ohne die entsprechende Filmlizenz publiziert worden, was jetzt in meinen Augen aber auch nicht ganz so dramatisch ist, denn wie gesagt, es soll der fliegende Holländer sein, ist es aber nicht. Und er hat aber tolle Anleihen eben an dem Film. Und wenn man über die entsprechenden Punkte, auf die ich gleich noch eingehe, hinweg sieht, dann ist es super. Also optisch, Ausmaße, Gewicht, Steinequalität, einfach die Menge, die man bekommt für einen relativ geringen Preis. Das Set kostet zwischen 120 und 160 Euro, habe ich es gefunden. Dafür haltet ihr über 3 Kilo Steine. 3.653 sind es laut Anleitung. Das ist irre viel. Der Steinepreis hier ist relativ gering. Super. Wir verkaufen es auch weiter für 120. Und das ist Preis-Leistungs-Verhältnis ist hier perfekt. Das ist super in Ordnung. Also da kann man gar nichts gegen sagen. Und die gelieferte Steinequalität ist echt top. Wir haben typisch auf den Fliesen immer mal so ein bisschen eine matte Fliese dabei, aber selbst das ist minimal. Also da muss man wirklich sagen, diese hier waren beim
wurden bei der Herstellung anständig behandelt, wurden hinterher gut verpackt und sind hier nahezu unbeschädigt angekommen. Das ist richtig top. Nichtsdestotrotz haben wir auf einigen kleinen Teilen ganz feine Macken. Das ist aber nicht schlimm, das kann auch gut entstanden sein, als derjenige, von dem wir es abgekauft haben, es auseinandergenommen hat. Alles nichts Dramatisches an dieser Stelle, wirklich nicht. Was mir auch sehr, sehr gut gefällt, ist, dass hier viel mit Pflanzen gearbeitet wurde. Und was mir richtig gut gefällt, ist hier hinten das mit den Pflanzen, Seetangen, herunterhängende Pflanzteile angedeutet wurden. Das finde ich richtig super gemacht. Also das ist ein sehr schöner Detailgrad, der nicht nur von diesem ganzen mächtigen Rumpf hier sehr filigran aufgebaut ist, sondern sehr stimmig ist. Auch, dass die Kanonen in dunkelgrün sind, der, falls ihr den Film gesehen habt, wo sie vorkommt, die taucht aus dem Wasser auf. Es ist ja ein Geisterschiff und das ganze Schiff ist vermodert und vergammelt. Und das, diese Farbnuancen, die hier drin verbaut sind, symbolisiert das Ganze auch sehr, sehr gut. Und vor allen Dingen ist die Farbe auch nicht symmetrisch vergeben. Was auf der einen Seite Oliv ist, heißt noch lange nicht, dass es auf der anderen Seite auch Oliv ist. Und das macht das Ganze natürlich noch mal ein bisschen glaubhafter. Von der Konstruktion her hat das Schiff durchaus einige bedauernswerte Schwächen. Und das liegt aber vor allen Dingen daran, was es eben darstellen soll. Und die größte Schwäche in Sachen Stabilität ist diese gesamte Front. Teilweise hier der Mast mit der Galeonsfigur dran, der hängt an einer einzigen Noppe. Der ist nicht nochmal quer verstrebt oder sonst irgendwas, sondern der hängt wirklich an einer einzigen Noppe. Und dadurch ist der super instabil, den ganz leicht dran gekommen und das gute Stück fällt ab. Ich bin jetzt eigentlich hier im Video erstaunt, als ich es vorhin auf den Drehteller gestellt habe, ist es mir nämlich direkt abgefallen. Im Moment hält es ganz gut. Finde ich top. Spielt sehr gut. Das machst du gut. Auf jeden Fall. Aber wie gesagt, das ist sehr, sehr filigran und dadurch auch nicht unbedingt stabil. Ebenfalls nicht unbedingt von ganz so viel Stabilität gesegnet sind hier vorne die Feuerkörbe. Also hinten ist das ja in dem Fall. Die hängen nämlich auch nur auf einer einzigen Noppe. Und sobald man irgendwie drankommt, fällt das hier oben auch ganz gerne ab. Aber ansonsten, der Rest vom Rumpf ist einfach ein Klopper. Der ist sehr, sehr massiv gebaut, sehr, sehr stabil und trotzdem detailreich. Das ist hervorragend. Das ist einfach hervorragend. Ich finde das richtig gut. Kommen wir mal zu dem Punkt, warum ich aber sage, das hier soll der fliegende Holländer aus Fluch der Karibik sein. Aber er ist es nicht. So sehr ich den Rumpf loben möchte, desto sehr stört mich die ganze Takelage, die Segel, die Masten. Denn das ist wieder so die Frage, wo möchte ich hin mit einem Set? Möchte ich einfach irgendein Fantasiemodell zeigen oder möchte ich etwas zeigen, was eine bestimmte Vorlage hat? Ganz persönlich ist meine Meinung, wenn ich etwas zeigen möchte, was eine Vorlage hat, dann sollte ich mich an die Vorlage halten. Denn sonst ist es das einfach nicht. Und deshalb ist das Erste, was mir hier fehlt, ich habe es mir extra nochmal im Film angesehen, damit ich hier jetzt nicht ganz so viel Mist erzähle. Die Flying Dutchman im Fluch der Karibik hat Starksegel. Soweit ich weiß, heißen die Starksegel. Bitte korrigiert mich da draus, falls ein Segler hier draußen ist. Die haben alle nochmal andere Namen, aber das sind im Prinzip diese dreieckigen, die hier dazwischen hängen. Die fehlen vollständig. Die Anzahl der Segel hier vorne stimmt auch nicht mit dem Modell aus dem Schiff, also aus dem Film überein. Was mich auch stört, ist, dass hier vorne sind noch die Segel alle da, aber hier hinten die zwei fehlen. Und da frage ich mich so ein bisschen, warum. Was mein Monk richtig, richtig nervt, ist das Ruder hier hinten, also das Steuerrad, nicht das Ruder. Das Steuerrad kann man nicht vollständig drehen, weil das schlicht und ergreifend rechts und links auf die Reling aufschlägt. Das finde ich richtig, richtig blöd. Finde ich wirklich blöd. Hingegen, das Ruder kann man tatsächlich bewegen hier hinten. Ist so riesig. Ich hoffe einfach, dass ihr das am Ende irgendwie seht und ich es euch jeweils so hindrehen kann, damit das funktioniert. Das lässt sich bewegen. Wir haben auch hier vorne angedeutet die Gatling-Kanonen, diese Dreierkanonen. Die Klappen sind auch davor, sodass man sie auch abdecken kann. Super. Das Maul ist auch da.
Im Innenraum ist auch die Orgel, auf der Davy Jones spielt im Film. Blöderweise ist der Innenraum aber, nachdem man fertig mit Bauen ist, nicht mehr zu erreichen. Das heißt, das ist zwar da, aber es ist weg. Ich muss zugeben, die Orgel habe ich nicht erkannt. Ich habe erst gecheckt, dass das eine Orgel sein soll, als mir meine Frau und besagter Freund, der es gebaut hat, gesagt haben, dass das die Orgel sein soll und wir im Film nochmal nachgeguckt haben. Vorher habe ich das nicht als Orgel erkannt, ich gebe es ehrlich zu. Auch die Krake, die ich sowieso so toll finde und diese Zacken, das ist alles auch im Film da, genau wie mit den Feuerkörben. Aber auf der anderen Seite steht ein Skelett und das ist, also wir haben es im Film nicht nochmal entdeckt, also ist es auch nicht da. Und deshalb muss ich ehrlich sagen, dass mich der Aufbau mit den Masten und den Segeln, der macht für mich dieses unglaublich gute Set im unteren Bereich, diesen hervorragenden Rumpf, macht es für mich kaputt. Auch, dass der Krakenhammer, dieser Arm fehlt, mit dem Davy Jones am Ende den großen Kraken ruft. Also das ist auch wieder, soll es nun die Flying Dutchman sein oder nicht? Also mir fehlt da einfach so ein bisschen die konsequente Linie. Aber trotzdem vom Design her und ich allein diese Balkone mit den vielen Zacken und dass man dahinter noch die Fenster sieht, das ist so cool gestaltet, das ist so hervorragend gemacht. Und diese vielen kleinen Rollen, die man für die Taue hinterher zur Vertauung bräuchte, wenn man sie dann entsprechend vertaut, das ist super dargestellt. Also wirklich hervorragend gemacht. Auch diese ganzen Schlingpflanzen, nenne ich es jetzt einfach mal, die hier unten angesäutet sind und die Linien auch darstellen sollen, die Verzierungen dieses Schiffes auch hatte im Film, finde ich hervorragend gemacht. Also wirklich hervorragend gemacht. Ausmaße, Steinequalität, Design. Wie gesagt, außer für mich hier oben die Segel, die hauen für mich einfach nicht hin. Das Modell ist ganz hart an der 1 vorbeigeschrammt für mich. Und zwar wirklich durch den oberen Teil. Das macht mich echt unglücklich. Und dass man dieses Steuerrad hier auf die Seiten aufschlägt, das finde ich echt doof. Und dass man den inneren Teil, wie gesagt, diese hübsch gestaltete Orgel, man sieht sie ja gar nicht mehr. Und also hier ist auch eine Tür eingebaut. Hier. Da gehört auch eine Tür hin. Super Sache, aber diese Tür geht nicht auf. Also dann brauche ich ja irgendwie auch keine Tür. Also wenn ich sie dann hinterher nicht öffnen kann. Jetzt habe ich es abgerubbt. Das habe ich ja gut gemacht. Aber gut, die Klemmkraft hier ist trotzdem vollkommen okay. Wenn man jetzt nicht gerade mit einer Hebelfunktion dagegen haut, so wie ich, dann funktioniert das auch 1A. Kriege ich das jetzt wieder. Okay, man kriegt es also auch wieder dran. Alles gut. Ja, er hat lange gebaut. Er hat wirklich lange gebaut. Er hat sich aber auch, glaube ich, ziemlich viel Zeit gelassen und das so ein bisschen genossen. Und dann hat er zwischendrin auch ein bisschen geflucht, weil die eine oder andere Ecke doch nicht so leicht war wie früher bei Lego. Uns hat das sehr gefreut, weil wir wollten ihm ja eine Herausforderung stellen. Und er sich selbst ja auch. Und ich glaube, er hat 10, 12 Stunden hat er gebaut. Also es war wirklich richtig lang. Ich bin mir sicher, dass jemand, der es geübt ist und gewohnt ist, Alternativen zu bauen, hier deutlich schneller baut. Also dann denke ich mal so, dass man hier 6, 7 Stunden, dann kann man das hier ganz gut haben. Aber das ist nur eine Schätzung. Wie gesagt, ich habe es diesmal nicht selbst gebaut. Ja, mich würde nun mal interessieren, was sagt ihr zu diesem Klopper? Hat der ein oder andere den für die von euch? Wenn ja, was gefällt euch besonders gut? Was gefällt euch eher weniger gut? Habt ihr vielleicht das eine oder andere noch modifiziert? Steht sie bei euch neben der Black Pearl? Steht sie allein? Habt ihr Platz überhaupt im Regal dafür? Lasst uns gerne mal eure Gedanken dazu da. Auch vielleicht mal ganz gerne verglichen zum Flug der Karibik. Was fehlt denn euch an dem Modell? Vielleicht aus dem Film? Irgendwelche Szene? So wie uns hier an einigen Ecken dann doch noch irgendwas gefehlt hat, lasst es uns gerne wissen. Und ansonsten
wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Baut etwas Schönes, baut euch vor allen Dingen irgendwas, was euch Spaß macht. Baut euch was Schönes, baut euch eure Welt, wie sie euch gefällt, und lasst euch hinterher nicht sagen, was ihr mit euren Sets oder euren Steinen machen sollt. Habt einfach eine tolle Zeit und bis zum nächsten Video.